Hallo und herzlich willkommen zurück mal wieder zu Let's Play The Binding of Isaac Afterverse Plus. Ich habe mal wieder Lust bekommen, einen Run aufzunehmen und wir waren gerade dabei zu versuchen, im Hardmode den Boss Rush und eventuell auch den Hush zu machen. Also fangen wir mit Isaac mal an. Meinem privaten Spielstand habe ich unglaublich viel Challenges gemacht und ich habe sie jetzt alle fertig. Und jetzt versuche ich mich gerade am Boss Rush mit dem Lost. Das ist allerdings gar nicht so leicht und ich habe schon 20 Fehlversuche oder so. Aber ich bin schon öfters zum Boss Rush gekommen. Das ist schon mal ganz nett. Was hier auch nett ist, ist der X-Felsen, den wir haben. Und wir haben gleich wieder den Small Rock. Der Speed Drop ist zwar nicht so nett, aber was sehr gut ist, ist halt, dass wir mehr Damage haben. Ich will versuchen, mich nicht treffen zu lassen, natürlich. Erstens, um für den Lost zu üben. Und zweitens, tja, wir haben hier zwar noch keinen Devil Deal, aber trotzdem. Wir kriegen nicht viel Gesundheit im Hard Mode. Deswegen ist es besser, sich nicht treffen zu lassen. Was kriegen wir denn für einen ersten Schatz? Das ist der Ball of Tar. Und Ball of Tar heißt, wir können Gegner verlangsamen. Das ist gut. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Deswegen wird diese Seite mitgenommen und nicht rerollt. Ich darf nicht wieder vergessen, dass wir den D6 haben. Das vergesse ich bei Isaac ständig. Muss ich zugeben. Ich hoffe, dass wir jetzt Richtung Boss laufen. Was ist das für eine Pille? Das Spiel stürzt ab. Ah, und jetzt geht's, okay. Ich glaube, bloß die Aufnahme hat bloß gehangen gerade. Gut. Und hier ist auch der Boss, perfekt. Gehen wir hinein. Oh, die habe ich ja ewig nicht mehr gehabt. Klingt zwar, was ist das denn für ein... Och, wir haben ein Curse of the Devil Wind, habe ich gar nicht mitbekommen. Dann müssen wir ja noch den zweiten Schatzraum suchen. Oh shit, jetzt habe ich mit dem Devil Deal verhauen. Mist. Ich habe mich schon gewundert, dass das hier so groß ist. Sehr gut, Speedball. Schnell zum zweiten Schatzraum. Zwei Schweiten, klar. Fange ich schon an zu lispeln hier. Dabei habe ich gar keinen Sprachfehler. Na gut, dafür haben wir jetzt auch noch Zeit. Immerhin haben wir jetzt noch 36% den Devil Deal zu bekommen. Die Bombe wird ignoriert. Die ersten Items, die wir bekommen haben, sind ziemlich gut. Besser nicht mehr treffen lassen. Da ist ein X-Felsen. Ach, gehen wir halt rein. Schön, habt ihr gesehen, wie viele Bomben es waren? Shit. Voll in die Sackgasse gerannt. Und nicht nur das, das ist gar kein leichter Raum. Ich hab's trotzdem geschafft. Letzter. Du explodierst, stimmt's? Shit! Naja, der Double Deal war eh schon hinüber. Ich könnte mir dann hier noch Herzen holen. Sollten wir auch tun. Glitterbombs. Glitterbombs heißt, wenn wir Bomben einsetzen, bekommen wir Pickups. Deswegen wird das auf jeden Fall mitgenommen und die extra Bomben auch. Ja, diesmal haben wir leider keine Pickups bekommen, Menno. Vielleicht müssen wir Gegner damit besiegen, keine Ahnung, haben die geändert? Die waren doch mal besser. Gut, versuchen wir jetzt den zweiten Boss zu machen, ohne Schaden zu nehmen. Und hoffen wir, dass wir dann noch die 36% Devil Deal, dass der auch erscheint. Weil den kann man oft gut gebrauchen für den Boss Rush. Und den Hush natürlich. Außerdem haben wir natürlich keine Chance, einen Angel Wound zu bekommen, wenn wir den ersten Devil Deal nicht haben. Aber ich rechne mir jetzt keine großen Chancen aus, dass er wirklich auftaucht. Vor allem taucht er nicht auf. Wenn ich mich nochmal treffen lasse, dann ist die Chance so verschwindend gering, dann kriegt man ihn fast nie. Hey, ich habe nicht aufgepasst, dass wir ein Curse of the Level Event hätten, sonst hätte ich besser aufgepasst auf meine Gesundheit. Nee, leider nicht. Leider kein Devil Deal. Oh nö, wir haben ein Curse of the Lost. Curse of the Lost heißt für mich immer ein Boss Rush, dass wir einfach nur den Boss suchen und den Schatzraum nur mitnehmen. Falls wir zufällig an ihm vorbeilaufen. Und das ist auch noch eine schön bescheuerte, riesige Fläche mit
Gegnern, die ätzend sind. Und ich habe noch einen Gegner gehört, der Würmchen ausspucken kann. Stimmt's? Ah nee, das ist eine Spinne. Gut, um dich muss ich mich kümmern. Obwohl hier alles voller kleiner Spinnen ist. Der Raum dauert viel zu lang. So, das ist einer mit Akku. Ja, wenn er einen droppt, ja. Droppt, aber ich brauche den Akku gerade nicht, weil wir nichts rübergeholt haben. Na komm. Fast geschafft. Ich würde sagen, wir gehen hier lang. Gab's unten eine Tür? Nein, dann gehen wir nach oben. Durch diese Tür. Schon wieder ein großer Raum. Da ist einer von denen ganz winzig. Hier ist doch eben eine Münze oder so gefallen. Bin mir ziemlich sicher, ich habe ein metallisches Geräusch gehört. Tatsächlich. Herz können wir mitnehmen. Wir haben ja gerade einen Herzcontainer zu wenig sozusagen. Interessanter Raum. Aber die kleinen Spinnen werden auch sehr schnell erledigt sein. Was wichtiger ist, ist, dass der Boss hoffentlich bald auftaucht. Also nehmen wir mit. Shit nochmal, das heißt, das ist eine Sackgasse gewesen. Und wieder die. Wir sind doch hier in den Katakomben. Und nicht in den Flooded Caves. Wieso bekomme ich so oft diese blöden Fliegen? Dann hier hin. Yeah. Der Raum, bei dem es unmöglich ist, Schaden zu vermeiden, wenn man nicht fliegt. Das heißt, der Devil Delia ist auch wieder hinüber. Und der Raum ist genauso übel. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendeinen Devil Deal bekommen werden. Jetzt können wir nur auf Itemglück in den Schatzräumen hoffen. Und dass der Boss wahrscheinlich hoffentlich auch noch was Gutes gibt. Ja, super, hat das Portal einen Stony ausgespuckt. Oh, das ist schon mal ein Glück. Wenn wir den Death Touch bekommen. Das ist auch nett. Hätte nur ein bisschen früher kommen müssen. Das da holen wir uns. Also irgendwie funktionieren die Feistbombs nicht mehr so, wie ich sie kenne. Wieder Sackgasse. Shit. Wir wollen doch schließlich den Boss verschaffen. Der ist dunkel. Das heißt, da würde normalerweise fliegen droppen, aber im Hard Mode droppen die ja nicht alles. Übrigens tut meine Katze mich gerade hier begleiten. Wie wir diesen Raum hassen. Halt, Moment, kann ich den umgehen? Tatsache. Dann schauen wir jetzt hier nach dem Boss. Erstmal die Portale hier. Jetzt muss ich mich leider hier gerade mal um die Fledermaus kümmern, sonst stört sie mich. Ich mag die Portale nicht, die tun so viele Gegner, die nicht wirklich zueinander passen, ausspucken. Tja, jetzt hätten wir den Wafer-Effekt, wenn hier Gegner gewesen wären. Die benutze ich hier mal alle auf einmal. Schön, wir haben eine Hämatemesis-Pille, aber wieso haben wir jetzt nicht alle Items rausbekommen? Shit. Alle Herzen mal, das kriegt man dann doch drei Herzen, wenn man das bei vollen Herzen benutzt. Hier haben wir den Shop. Gott, das dauert schon viel zu lang. Die Münze sammle ich jetzt nicht, ich muss den Boss finden. Hier lang. Ich habe das Gefühl, er könnte hier sein. Das gibt für mich gerade den meisten Sinn. Ach, okay. Kann ich jetzt auch einfach auch ohne Rücksicht auf Verluste hier lang. Gut, hier ist der Boss. Schauen wir noch kurz, ob hier vielleicht Secret Doom oder Super Secret Doom ist. Tatsächlich. Das ist alles. Oh, super. Noch habe ich eine 46-prozentige Chance auf den Devil Move, aber nicht, wenn ich jetzt bei Piep versage. Und wir wissen alle, dass ich nicht besonders begabt bin bei Piep. Er ist zwar immer noch besser als der Lust, aber als der Bloat. Aber sobald die Augen erstmal da sind, bin ich normalerweise hinüber. Ich bin allerdings auch sehr froh über Death Touch, dass wir hier den Schatzraum gefunden haben.
Ja, und schon habe ich es geschafft. Noch ein Schlag und der Devil Deal ist auf jeden Fall hinüber. Wir haben ihn eh nicht bekommen. Wenigstens bekommen wir Damage ab. Sehr gut. Leider haben wir auch schon ganz schön viel Zeit hier verplempert wegen dem Curse of the Lost. Deswegen kann ich nur hoffen, dass wir hier schnell den Boss finden. Immerhin sehen wir hier die Karte und das ist nicht ganz so groß. Und unser Damage ist jetzt wirklich nicht von schlechten Händen. Schon wieder! Oh, was soll denn dieser Raum? Den könnten die echt mal abschaffen. Ich hoffe wirklich, dass der Boss nicht da unten ist. Oder dass ich den irgendwie umgehen kann. Ich habe sie alle ordentlich angelockt. Das war ja knapp, ja. Empfesskarte. Super, ich muss in den Raum. Hoppla. Gar nicht bemerkt, dass der den Knochen geworfen hat. Okay, ich habe nicht erwartet, dass da jetzt ein Boni rauskommt. Dabei ist es doch... Oh, ich bin doch nach hinten gelaufen. Jetzt mit den Devil Deals wird dieses Mal überhaupt nichts. Vielen Dank auch. Da ich mich jetzt eh hab treffen lassen, kann ich allerdings auch in den Scheißraum gehen. So, oh, ich hab's tatsächlich mal geschafft. Natürlich, das hier ist eine Sackgasse. Spiel, du hast mich, oder? Hey, tatsächlich, hier habe ich es auch geschafft. Zum Glück haben wir die Death Guys hier. Der Piercing-Schutz und der Schaden helfen extrem. Hier haben wir... Oh, noch einer. Den Schatzraum. Schlüssel haben wir. So, Virgo nehmen wir gern. Das da nehmen wir uns auch. Endlich gab's mal was. Danke, Pfeißbums. Ihr könnt's ja doch. Super, vielen Dank, Telepill. Jetzt bin ich so weit weg und muss wieder durch den Scheißraum laufen. Ist das jetzt wirklich wahr? So schnell. Das machen wir jetzt auf die Art. Da verhindert man eben die Schaden. So, die Perks hätte ich gar nicht benutzen müssen. Die Impfes benutzen wir dann beim Boss. Und jetzt hoffen wir natürlich, wieso gibt es so viele Pillen in diesem Bann, dass wir den Boss schneller erreichen. Das dauert schon alles viel zu lang. Oh, auch das noch. Ich bin größer geworden. Okay, inzwischen muss ich den Shop betreten, weil ich habe genug Münzen. Das wäre ein Verbrechen, ihn nicht zu betreten. Und wir nehmen uns mal Optent. Weiter geht's. Wenn ich überhaupt die Schutzräume noch mitbekomme. Gut, ich bin gerade nicht verletzt. Da ist der Boss. Das ist ein sehr leichter Schalter gewesen. Aber natürlich ist das ein Boss mit unglaublich viel AP. Natürlich hast du deine Helfershelfer hier hinten, dass ich die erstmal erledigen muss. Könnt ihr mal ein bisschen aufräumen? Oh, das ist sowieso Champion. Oder? Nee, sie ist nicht so dunkel, aber sie tut die ganze Zeit nur Gegner spawnen. Das ist normalerweise Champion. Ich habe genug Bomben, der sich eigentlich ein bisschen damit kämpfen kann. Was, die Charmen-Gegner? Das habe ich auch noch nicht gewusst. Endlich mal. Die Bümster und komm mit. Ach, die Truhe nehmen wir uns auch. Oh nein, ich habe die Tick mitgenommen. Ja, die könnten Bosswash eigentlich ganz nützlich sein. Die tut nämlich den Lebensbalken der Bosse verringern. So, jetzt hoffen wir, dass wir alles finden. Ach ja, wir haben jetzt den Chargebar. Das war mein Hauptgrund, warum ich mal wieder Lust hatte aufzunehmen. Weil wir jetzt sehen können, wann es losgeht. Das ist ja wichtig für viele.
Headshot dich ganz schön schnell. Warst du schon immer so schnell, Little Brimstone? Ja, ich wollte doch eigentlich die Infos benutzen. Obwohl es wäre auch gut, die für den Bossfrosch aufzunehmen. Allerdings nur, wenn wir ihn schnell noch erreichen. Wir haben so viel Zeit verbraucht in der Ebene 3. Und auch hier finden wir die Bosse gerade nicht schnell. Deswegen dürfen wir jetzt den Schatzraum nicht extra aufsuchen. Okay, wir haben ihn gefunden. Wenn wir ihn finden, dann gehe ich natürlich hin. Wir nehmen den Superfan. Ich will lieber ein paar passive Sachen gerade haben. Hoffentlich ist der Boss hier um die Ecke. Weil wir müssen noch eine ganze Ebene machen. Das sieht schon mal gut aus, muss ich zugeben. Oh, der Brimstone hilft gerade extrem. Sehr gut. Oh, nee, den sollten wir eigentlich relativ schnell hinbekommen, hoffe ich. Ja, yes, klar. Was? Was trifft mich hier die ganze Zeit? Und natürlich ist es Champion Brownie. Oh, wir haben gerade nur 2 Herzen. Damit will ich den Boss vorschaffen. Jetzt hoffe ich, dass es ein HP abgibt. Schön. Ich habe den Dice noch gar nicht gebraucht. Na, vielleicht brauchen wir ihn beim Bosswasch. Und jetzt schnell Marm finden. Extra Special Räume, dafür haben wir keine Zeit. Verdammt, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Da habe ich extra schon den Chargebar und ich habe mich trotzdem vertan. Gehen wir erstmal komplett nach links. Ob es der untere Raum ist oder der obere, was meint ihr wohl? Aber ich werde den unteren Raum betreten. Für die Truhe nehme ich mir die Zeit. Puh, an die Karte komme ich kaum dran. Jetzt nehme ich trotzdem sehr Infos mit. Super. Wieso bin ich denn jetzt nicht schnell genug gewesen? Hm? Also, der Boss könnte hier wirklich sein. Dankeschön. Ein unrücksichtiger Verluste-Spielstil ist wahrscheinlich gerade etwas zu verlustreich. Den Schatzraum haben wir mal wieder zufällig gefunden, obwohl ich ihn gar nicht will. Ja, schön. Ach, wo bin ich denn festgehangen? Ich habe nur auf die Gegner geschaut. Nehmen wir den hier. Der kann uns ein bisschen helfen. So, mit dem da habe ich immer Probleme, deswegen... Ja, ist es wieder passiert. Habe ich den anderen genommen? Also hier sind überall die Special-Räume. In der Regel sind Special-Räume ziemlich typisch dafür, dass der nächste Boss kommt. In unserem Fall also Mom. Da oben ist ein Portal, deswegen. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Schild. Gut, ich werde mal kurz hier alle Schädel kaputt bekommen. Super. Oh, schönes Dry Baby. Super, jetzt ist es auch noch die Champion Mom, die ich nicht ausstehen kann. Falls ein Devil Deal kommen sollte, soll ich rein? Ich meine, es könnte Krampus sein. Und ich will eigentlich... Was könnten auch schwarze Herzen und Truhen sein? Gute Frage. Es könnte auch Adderdom sein. Ich glaube, ich sollte reingehen, wenn ich Mom jetzt schnell genug erledige. Du tust so viele Spinnendroppen gerade spawnen. Du spawnst eigentlich nichts anderes. Ich würde sagen, wir nehmen das Polaroid. Schön. Weniger schön. Danke, Teufel, das hat überhaupt nichts gebracht. Mom's Knife nehmen wir bestimmt nicht. Das heißt, wir können endlich mal den Dice benutzen. Oh, ich will nichts davon haben eigentlich.
Ich will nicht, dass meine Zinsen übersprungen werden, deswegen nehme ich jetzt die Pause. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie dieses Item eigentlich funktioniert. Und wir holen uns später den Dice zurück, wenn wir die Chance haben, weil ich will gern, dass der aufgeladen wird. Hier im Bosswasch. Ihr seid gerade viel zu sehr in der Nähe von dem Item, das ich gerne mitnehmen möchte. So, sehr gut. Dann kann ich nämlich die Pause-Ding nochmal wiederholen. So. Oh nein, Carrion Queen und einer der Engel. Das ist ja wohl einer meiner Lieblings. Weil die nämlich nicht wirklich leicht sind. Und die Carrion Queen macht meistens die Bluthaufen. Okay, diesmal hat sie es nicht gemacht. Und die Engel macht man so selten, dass ich sie nicht gut beherrsche. Am ehesten macht man die noch bei Mega-Satan. Und den geht man ja nicht ständig an. Vor allem mit der Seltenheit der Angel Rooms. Könnte noch eine Herausforderung werden, ja. Also die Basement-Bosse sind eigentlich nie ein Problem im Bosswasch, weil die ja sehr wenig KP haben und immer sehr schnell kaputt sind. Ghost Baby, das geht besser. Das geht besser. So, Birdie Junior. Ich sollte auch das Herz erledigen, damit die Maske angegriffen werden kann. So, Herz ist weg. Die Maske wird jetzt wütend sein. Oder tot. Ne, da ist sie. Also, Maske. Wie schön, dass wir Piercing-Schutz haben. Wie schön. Wie schön auch, dass wir Gegner verlangsamen können. Machen wir erstmal Dingel. Der stört uns hier mehr, denke ich. Bei dem großen Raum können wir Megamon nämlich super ausweichen. Ja. Was ist das mit Mais und Kacke? Hoppla. Ach so, ja. Ich habe ja die Old Bandit. Da können manchmal auch rote Herzen aus mir raustroppen. Hier ist wetscht. Und noch einer der Engel. Das Gute ist jetzt, dass der nächste Engel da ist. Das heißt, wir müssen uns dann gleich nicht mehr mit denen rumärgern. Und Kacke. Übrigens, ich werde jetzt nicht keinen Unlock bekommen, nur weil ich den Bosswash auf Hard Mode mache. Aber man kriegt, glaube ich, Unlocks, wenn man alle Hard Mode Marks hat. Und wieder etwas, was wir nicht gebrauchen können. Deswegen machen wir das hier. Obwohl Isaac eigentlich schon komplett durch ist mit den Unlock Marks. Die Hard Mode Marks sind wirklich dazu da, um noch ein extra Unlock zu bekommen. Kann ein Co-op Baby sein, kann ein Item sein. Kann verschiedenes anderes sein. So, dann wollen wir mal. Wo ist der nächste Gegner? Ah, das war Worm. Worm macht mir oft Schwierigkeiten, muss ich zugeben. Wirklich. Wenn wir schnell genug sind, können wir uns vielleicht noch am Hasch probieren. Der Holo ist gleich tot. Aber wo ist der andere Gegner? Ah, das bleibt der Ovum. Wo ist denn sein Baby? Ach, kannst du mir irgendwas geben, was ich gebrauchen kann, bitte? Solange ich rerollen kann, mache ich einen Reroll mit diesem Item. Oh, Dry Baby hat genug Schüsse aufgenommen. Ja, wie? Kein Problem. Den machen wir am besten hier auch als erstes. Muss ich nicht das Item mitnehmen? Huch! Dann habe ich eigentlich das Herz da unten eingesammelt. Vielleicht dürfen wir wieder einen Reroll machen. Cage und Gate zusammen, oder? Das ist fies! Könnte ein kleineres Problem werden, obwohl der hat eben gerade Cage angegriffen, stimmt's? Hi. Auf jeden Fall nicht hierhin. Ha, die haben sich gegenseitig getötet. Okay, Lokis Horns sind ganz nützlich und es ist der Bloat. Der Bloat, der oft mein Untergang ist.
zusammen mit Gertie. Ich glaube, ich muss mich erstmal darum kümmern, Gertie zu erledigen. So, Gertie ist erledigt. Wir haben den Gnot ungefähr. Och. Ich hasse den Gnot so sehr. Jetzt gut, dass wir die Old Bandage hatten. Monster 2 noch. Und P-Boy, die sind gerade echt fies, die Wilden. Seit sie komplett random sind, kann man echt fiese Wilden bekommen. Irgendwas hat mir gerade geholfen. Das war knapp. Wir sehen, wie knapp das war. So, Monster 2. Nächster Sprung. Ausweichen. Hä? Achso, er will zu ihm. Meinem Scapegoat. Jetzt hast du gemerkt, dass es falsch ist. Übrigens, findet ihr auch, dass der Brimstone von den Gegnern anders klingt als unserer? Fällt mir gut bei unserem Little Brimstone. Brownie, aber keine Champion-Version. Obwohl die Champion-Version ganz nützlich ist hier, weil man dann Herzen bekommt, es sei denn, man spielt mit dem Lost, dann ist die nämlich vollkommen unfrei. Tja, also, den Hasch schaffen wir erst ja nicht, deswegen werde ich hier den Part aber beenden. Und sag vielen Dank fürs Zusehen, schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen, bis zum nächsten Mal.